Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Sid Meier's Civilization 6 mit der letzten Monat erschienenen Gathering Storm Expansion. Ich habe mir das Spiel letzte Woche zugelegt, habe seitdem, ein paar Spielstunden. Es ist ein Strategiespiel, ein unendlich kompliziertes Strategiespiel, muss man sagen. Ich denke, manchmal die Folgen so eine halbe Stunde halten, das sollte an sich passen. Ich habe das Spiel selber noch nicht hundertprozentig verstanden. Muss ich auch gestehen, so ein paar Aspekte gibt es noch, die mir offen sind. Gerade die Gathering Storm Expansion habe ich noch sehr, sehr wenig gespielt. Aber ja, wir erstellen erstmal ein Spiel mit der Erweiterung Gathering Storm. Und nachdem ich bisher mit Theodore Roosevelt gespielt habe, werde ich das weiterführen. Was war einfach ein Grund, weil dann kenne ich mich dahingehend schon mal aus. Das Spieltempo, das war Standard. Kartentyp Kontinente. Kartengröße nehmen wir auch mal Standard. Katastrophenintensität lasse ich mal bei 2. Und dann starten wir das Ganze mal. Es ist an sich wirklich ein sehr entspanntes Spiel. Deswegen denke ich mal, ich werde hier. Von den Zeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Theodore Roosevelt, ihr habt die Bürde, nach vorne zu streben und euer Volk bei seinem großen Abenteuer anzuführen. Nutzt eure militärische Macht, um den Menschen in eurem Heimatland das Versprechen zu erfüllen, auf das sie alle gebaut haben. Natürlich werdet ihr dabei Amerika ins Rampenlicht führen und Besucher aus anderen Ländern anziehen, die euer Werk bewundern wollen. Bravo, Mr. President. Genau. Wie gesagt, das ist ein sehr entspanntes Spiel eigentlich. Also ich denke mal, ich werde ja vermutlich eher so ein bisschen reden und weniger über Spiel gestehen erzählen. Aber ich werde versuchen, trotzdem am Anfang sehr viel zu erklären. Willkommen bei Civilization 6 Gathering Storm. Dieser Leitfaden stellt die neuen Funktionen dieser Erweiterung vor. Weitere Informationen erhaltet ihr in der Zivilopädie und von eurem Berater. Der Weltkongress ist der Ort, an dem eure Stimme bei anderen Zivilisationen der Welt Gehör finden kann. Er ist auch ein wichtiger Bestandteil für den Diplomatensieg. Vor dem Weltkongress werden Vorschläge zur Abstimmung geschickt. Es gibt zwei Arten, Resolutionen und Diskussionen. Diplomatische Gunst ist eine neue Form der Währung im Spiel. Durch eure diplomatische Aktion verdient ihr diplomatische Gunst, die euch im Weltkongress helfen kann oder mit der ihr andere behindern könnt. Samt Diplomatie-Siegespunkte, um den neuen Diplomatsieg anzustreben. Das vorherige System der Kriegstreiberei wurde durch ein neues Einschätzungssystem für kriegerische Handlungen ersetzt, Groll. In Civilization 6 Gathering Storm ist die Umgebung lebendiger als jemals zuvor. Umweltkatastrophen und Überschwemmungen, Stürme und Vulkane können die Modernisierung und Bezirke in Brand setzen und zerstören. Sie können aber auch das Land fruchtbarer machen, wenn sie vorbei sind. Vulkane stellen als Siedlungsstandort ein hohes Risiko dar, sind aber auch sehr lohnenswert. Durch Vulkanausbrüche können Modernisierungen, Bezirke und Gebäude in Brand gesteckt werden oder zerstört werden. Sogar Einheiten können beschädigt oder getötet werden, aber die Vulkanerde ist sehr wertvoll und fruchtbar. Geothermische Risse sind neue Features, die nahegelegene Gebäude oder Bezirken Vorteile bringen, wie zusätzliche Annehmlichkeiten oder Tourismus. Strategische Ressourcen werden in zwei Arten unterteilt, Treibstoff und Material. Alle strategischen Ressourcen sind endlich, ich bin eine Zeile weitergerutscht, wenn man sie abbaut, werden sie irgendwann nur Nike gehen. Ach so, okay. Brennstoffressourcen werden eingesetzt, um den Energiebedarf eurer Städte zu decken, während Materialressourcen dazu benutzt werden, ressourcenabhängige Einheiten zu produzieren. Also die Uran und Eisen und so sind jetzt nicht mehr unendlich, sondern endlich. Okay, habe ich gecheckt. Eure Entscheidungen zur Verwendung von Ressourcen wirken sich direkt auf die Erdtemperatur aus und können einen Anstieg des Meeresspiegels zur Folge haben. Bei manchen Küsten und Geländefeldern besteht Gefahr, dass sie überschwemmt werden oder sie komplett untergehen. Bedenkt bei der Ansiedlung von Städten die Risiken der Küsten, Tiefland, Geländefelder. Denkt aber auch daran, dass im Atomzeitalter Hochwassersperren eingesetzt werden können, um diese Geländefelder zu schützen. Da sehe ich mich, ich bin Amerikaner, ich baue eine Mauer.
Es gibt noch viel mehr zu entdecken in Civilization VI Gathering Storm, darunter die neue Ära im Technologie- und Ausbau, Ausrichtungsbaum, neue historische Momente, neue globale Einheiten, darunter der riesige Kampfroboter, Anführer und Zivilisation, die Vorteile aus den neuen Systemen ziehen und mehr. Ich will den Kampfroboter. Eure Zivilisation den aufziehenden Sturm überstehen? Ach nee, wird eure Zivilisation den aufziehenden Sturm überstehen? Wie werdet ihr in Sid Meier's Civilization VI herrschen? Weiß ich auch noch nicht so Schwemmland genau. grenzt an diesen Fluss an. Er ist also schon einmal über seine Ufer getreten und könnte es jederzeit wieder tun. Das birgt Gefahren in sich, könnte aber auch zu unserem Vorteil sein. Eine Überschwemmung kann beliebige Gelände ver... Ja, das hatten wir schon. Okay. Alles gut. Wir starten mit einem Siedlerpaket sowie ein paar Kriegern. Und ich würde sagen, da unten sind Elefanten und Stein. Deswegen würde ich meine Einheiten mal darunter ziehen, dass wir da die Stadt starten. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Jo, das ist unser Startkontinent quasi. Genau. Ich würde nämlich mal hier spontan... Oh, was ist das denn? Bernstein! Ich habe das Bernsteinfeld gefunden, Leute. So, pass auf, ich würde sagen, dass ich mich hier hinziehe und da meine Stadt starte. Obwohl, sollte ich meine Hauptstadt direkt am Meer starten? Weiß ich gerade nicht. Was haben wir hier? Schafe? Ja, pass auf, ich starte meine Stadt hier. Dann habe ich direkt Stein und Elefanten. Dort machen wir. Wir haben Washington gegründet. Das ist super. Jetzt können wir direkt forschen. Und zwar fangen wir mit dem Bergbau an, würde ich sagen. Das ist schon mal wichtig, weil dadurch können wir dann Eisen, Stein und sowas direkt abbauen. Und die Musik ist so unendlich entspannt. Das muss man sagen. So, wir fangen an, indem wir einen... erstmal, das hier ist, was empfohlen wird. Empfohlen ist natürlich ein Speer, damit ich erstmal den Kontinent erkunde. Und das macht tatsächlich auch Sinn, muss ich sagen. Währenddessen werde ich meine Krieger mal in die Stadt setzen und auf Bereitschaft halten. Das halte ich für eine gute Idee. Die ersten Runden sind relativ langweilig, da passiert wenig. Ich muss jetzt nämlich erstmal den Speer ja, wie sagt man, fertigstellen, genau. Währenddessen, wenn die Bevölkerung steigt, dann habe ich auch, glaube ich, ein Feld mehr zur Verfügung. Also wenn ich hier quasi gleich bei der 2 bin, dann dürfte ich ein Feld mehr haben. Das wird zufällig, soweit ich weiß, gemacht. Dürre, es herrscht eine starke Dürre. Und zwar, scheiße, hier. Der extreme Regenmangel durch die Washington-Dürre hat unsere Modernisierungen beschädigt und wird unsere Nahrungsproduktion in den nächsten 5 Runden beeinträchtigen. Gut, dass ich noch nichts habe. So eine Dürre kann natürlich... Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. Genau, das ist nämlich eigentlich der Sinn vom Speer. Der ist zum einen, der hat mehr Felder. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Wenn wir sie beeindrucken können, denke ich, dass sie uns reich belohnen werden. Kann sein. Wir haben jetzt den Stadtstaat Buenos Aires entdeckt. Den könnte ich eigentlich direkt mal fertig machen. Oder könnte ich? Weiß ich gar nicht. Dafür brauche ich mehr Krieg. Egal, wir fangen jetzt noch nicht mit dem Krieg an. Nicht nach 8 Minuten. Ne, genau, wo war ich beim Speer? Genau, der Speer, der hat mehr Fortbewegung, heißt, er kann mehr Felder gehen, ist aber dafür halt nicht so stark. Also der ist eigentlich wirklich nur dafür da, um den Kontinent zu zu erkunden. Ja, Stadtstaat getroffen, neue Quest, bildet eine Galeere aus. Ja, das funktioniert leider noch nicht. Und was wir jetzt aber machen ist, ich baue ein paar... Oder baue ich ein Monument? Ich baue ein Monument. Komm, warum nicht? Und ich werde aber trotzdem meine Krieger mal in die Richtung ziehen, weil ich nicht weiß, ob ich Buenos Aires vielleicht direkt einnehmen will. Da bin ich mir selber noch nicht so sicher. Das weiß ich noch nicht, sagen wir einfach mal so. Mehr Wohnraum benötigt. Ja, das weiß ich, da kann ich aber gerade nichts für. Gehen wir weiter hier runter. Stammesdorf entdeckt. Ihr habt ein Dorf eines freundlichen Stammes entdeckt. So, jetzt ist es relevant. Das hier ist ein freundliches Dorf hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr meinen Mauszeiger seht. Dieses Dorf, da kann ich jetzt meinen Speer draufziehen und dann kriege ich was. Unsere Zivilisation hat etwas Historisches erreicht, das es wert ist, gefeiert zu werden und an das sich die kommenden Generationen erinnern werden.
Diese Errungenschaften helfen unserer Zivilisation, ein goldenes Zeitalter zu erreichen und ein dunkles Zeitalter zu vermeiden. Genau. Wir haben jetzt nämlich dieses Dorf quasi, ich würde einfach mal spontan sagen, eingesammelt. Und wir haben in der Technologie Bogenschießen große Fortschritte gemacht. Heißt, im Prinzip brauche ich dann weniger Runden, bis ich das dann erforscht habe. Ich habe noch einen Stadtstaat entdeckt. Akkad, okay. Was haben die für eine Quest? Ein Heureka für die Bewässerung auslösen. Das weiß ich nicht, ob ich es machen soll, deswegen lassen wir das mal. Wir haben jetzt hier auch einen feindlichen Speer von den Barbaren. Und da oben ist noch einer. Ja, ich würde sagen, wir schicken unseren Speer einfach mal weiter. Mal schauen, vielleicht entdecke ich ja nochmal irgendwas anderes in naher Zukunft. Wir sehen jetzt hier auch, wir haben ein Feld ausgeweitet. Die Schafe waren vorher nicht bei mir. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Ich. So. Willkommen in der Regen. Endlich gibt es wieder Regen, der uns von der starken Dürre erlöst. Unsere Getreidefelder erholt sich. Unser Getreide erholt sich bereits. Und die Washington-Dürre ist nur noch eine Fußnote in unserer Geschichte. Ja, super. Gefällt mir. So, ich habe jetzt einen Bergbau erforscht. Das ist wichtig. Weil, das heißt, ich kann jetzt zum einen was anderes erforschen. Ich würde mich spontan für die Tierzucht entscheiden. Und außerdem heißt es, wenn ich einen Handwerker habe, dann kann ich den Stein abbauen. So. Ich stelle mal meine Krieger hier davor. Und der Speer geht mal weiter. Hier unten kann er nicht so viel laufen, weil das sind Waldfelder. Und durch Wälder braucht er ein bisschen länger. Also das wird so schon vom Spiel simuliert. Ich gehe jetzt mal hier rein. Die Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten steckt. Die Entwicklung in der Ausrichtung Außenhandel hat große Fortschritte gemacht. Ich habe einen neuen Kontinent entdeckt. Das ist super. Ich weiß nicht, steht das hier irgendwo, welcher Kontinent das sein soll? Nee. Auf jeden Fall steht mein Krieger jetzt mal hier. Und ich werde mal gucken, vielleicht ein Objekt Gold kaufen. Nee, kann ich noch nicht. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht als nächstes dann Schleuderschützen ausbilde, damit ich wirklich direkt Buenos Aires einnehme. Weil das kann doch sehr, sehr schnell ein Vorteil sein. Oh scheiße, jetzt haben wir hier Schleuderschützen. Das heißt, die werden meinen Speer gleich angreifen. Da kann ich leider gerade nicht mal was machen dagegen. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Ja, wir haben jetzt eine Ausrichtung abgeschlossen, heißt, wir können die Politik ändern. Für den Anfang würde ich sagen, plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren ist ganz gut. Sowie Einproduktion in allen Städten, heißt im Prinzip alles, was ich mache, geht ein bisschen schneller. Deswegen halte ich das für den Anfang als relativ gut. Jetzt ist die Frage, nee, ich guck mal, ich komme halt hier auch nicht richtig vorbei, das ist so das Problem. Ich werde mal Außenhandel machen. Und hoffen, dass, ja, ich schicke meinen Speer jetzt einfach mal woanders hin. Ach, da sind die schon wieder, scheiße. Ich hoffe einfach mal, Akkad macht jetzt gleich die Schleuderschützen fertig. Nee, die greifen jetzt meinen Speer an. Das ist kacke. Weil die haben eine Reichweite von 2. Heißt, da kann ich auch nicht mal wirklich was machen. Ich kann meinen Speer aber gegen die kämpfen. Na komm, dann mach ich mal. Auf die Fresse. Weil das bringt nichts. Weil, genau, die können nämlich einen Fernkampf machen. Das kann ich nicht. Förderung verfügbar und mehr Wohnraum benötigt. Das ist soweit korrekt. So, das heißt, ich befördere meinen Speer mal. Schnellere Fortbewegung durch Wald, weil dadurch gewinnt er auch wieder ein bisschen Gesundheit zurück. Und dann werde ich nochmal Schleuderschützen ausbilden. Genau. Und dann werde ich echt direkt gucken, Buenos Aires einzunehmen. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Diese Zitate finde ich immer geil, muss ich sagen. Wir werden direkt mal Bogenschießen erkunden. Oder erforschen, besser gesagt. Da ist ein Barbarendorf direkt. Das ist ja interessant. Jetzt machen wir erstmal die fertig. Guck mal, mein Speer ist krass. Der macht sie alle. Der hat die richtig fertig gemacht, ey, das sag ich euch.
Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Speer kann manchmal stark sein. Das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden, wann der stark ist und wann nicht. Weil manchmal haut der echt Schaden rein. Aber gut, das lassen wir einfach mal. Der Wind heult und der Regen peitscht. Ein Sturm wütet durch das Land. Das ist eine Bedrohung, aber auch eine Gelegenheit. Der Sturm wird einige Geländefelder treffen, bevor er abklingt. Er wird Modernisierungen plündern oder zerstören und Bezirke auf seinem Weg plündern. Aber er kann auch die Erträge der betroffenen Getreidefelder verbessern. Unwetter klingt ab. Das war da oben. Ja, wir haben auch kurz eine Wolke gesehen, die hier rübergezogen ist. Da muss man halt mal drauf schauen. Muss man immer wieder drauf achten. Hier unten ist halt so ein Schneegebiet. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich würde echt gucken, Buenos Aires direkt mal zu töten. Das war noch so ein Stadtstaat. Mit den Ausrichtungen wachsen auch unsere Regierungsmethoden. Dies wird uns ermöglichen, einen Gouverneur zu ernennen, um unsere Macht in unseren Städten zu verstärken. Gouverneure können die Loyalität in der Stadt, in der sie sich aufhalten, stark erhöhen und Boni, bieten, basierend auf den Beförderungen, die ihr für die Gouverneure wählt. Zur Ernennung der Gouverneure oder der Beförderung bereits existierender benötigen wir Gouverneurtitel. Um sie zu erlangen, müssen wir bestimmte Ausrichtungen abschließen. Jede Nation lebt vom Tausch. Ja, ist richtig. Die Entwicklung der Ausrichtung politischer Philosophie hat große Fortschritte gemacht. Das klingt nicht schlecht. Handelswegkapazität erhöht, Ausrichtungsbonus, neue Stadtstaat-Quest und ihr habt einen neuen Stadtstaat getroffen. Super. Und vor allem habe ich aber eine neue Steinschleuder. Wir können jetzt, was können wir machen? Wir erkunden mal die Mystik. Oder erforschen sie mal, sagen wir so. Und dann würde ich jetzt aber mal ein paar Handwerker bauen. Weil ich glaube, mit den drei Einheiten könnte ich tatsächlich schon Buenos Aires einnehmen. Ich weiß gerade gar nicht, wie genau. Ja, ich muss hier runter. Was heißt, ich werde meine Steinschleuder mal außenrum bewegen, ja? Stamm ist doch entdeckt. Ah ja, da. Okay, mal gucken, was ich dann kriege, wenn ich das einsammle. Weil wie gesagt, die sind schon cool. Was wollt ihr hier? Kollegen, das halte ich für eine schlechte Idee. Hier tritt wabernder Dampf aus der Erde. Es handelt sich um einen geothermischen Riss. Ein natürliches Ventil, durch das die Hitze des Planeten abgelassen wird. Ja, genau, das haben wir ja schon mal, das hatten wir ja schon. Und da unten ist so ein Barbarendorf, okay. Interessant, da oben ist halt auch eins, aber wir nehmen jetzt erstmal das hier. Plus 20 Glauben dürfte es gewesen sein, jo, haben wir. Das ist schön. Jetzt werden wir mal den hier so ein bisschen weiter bewegen. Dass die Stadt halt direkt in den Bergen liegt, ist so ein bisschen kacke. Aber kann ich leider nichts ändern. Boah, da müsste ich den da rüber stellen. Muss ich eigentlich fast. Okay, heißt in 8 Runden gibt's Action. In 8 Runden beginnt der Kampf gegen Buenos Aires. Es sind auch Diamanten. Luxusgut. Eine enorme und erhabene Feuersäule ermöglichte es den Bewohnern von Holt, bei Nacht genauso lesen zu können wie am Tage. Das ist ja schön. Wir haben eine Naturwunde entdeckt. Jetzt steigt dieser Vulkan. Doch vielleicht bricht er in Zukunft wieder aus. Das könnte Gefahr für unser Volk bedeuten. Oder ein unerwarteter Segen sein. Ja, ich würde mich ehrlich gesagt vom Vulkan fernhalten. Das halte ich prinzipiell für eine ganz gute Idee, wenn ich so drüber nachdenke. Grüß Gott. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir haben in der Nähe der Stadt, möchtet ihr sie besuchen? Ja, natürlich. Boah, ich mache ich fertig. So, die sind hier drüben. So, Long Sea. Okay.
Nachdem ihr auf eine weitere Zivilisation gestoßen seid, jo, also nochmal mehr Fortschritt, sagen wir einfach mal so. So, ich habe natürlich jetzt hier ein paar Runden verschwendet, kann man sagen. Aber jetzt werde ich erstmal eine Mine bauen und auch dieses Dorf hier einnehmen. Mal wieder 20 Glauben. Glauben brauchen wir nicht, wir haben verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Wir haben Punkte. Wir haben Wissenschaftssieg, wir haben Kultursieg, Herrschaftssieg, Diplomatie und Religion. Ich persönlich bin ein großer Fan vom Herrschaftssieg, dafür muss ich alle Hauptstädte einnehmen. Aber Wissenschaftssieg finde ich auch nicht schlecht, deswegen würde ich mich eher darauf stürzen. Heißt, ich muss einen Satelliten starten, Mondlandung starten, Marskolonie gründen und eine Exoplanet-Expedition starten. Heißt, ich muss einen Raumhafen bauen, davon bin ich aber noch ein paar tausend Jahre entfernt. Ich würde jetzt mal nochmal Krieger ausrüsten. Eure Delegation ist uns willkommen. Eindeutig. Mit dem Krieger würde ich gerne das Barbarendorflein hier fertig machen. Oder das macht ihr schon. Das ist natürlich auch okay. So, ihr müsst einen Pantheon gründen, ne? Pantheon, Entschuldigung. Ja, wir haben jetzt hier quasi verschiedene Religionen, die wir gründen können. Ich muss sagen, ja, ich weiß nicht so genau. Was ist denn sinnvoll für Wissenschaftssieg? Haben wir irgendwas, was die Wissenschaft erhöht? Nee. Würde auch keinen Sinn machen, wenn ich so drüber nachdenke. Ansonsten. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich nicht. Grenzerweiterung geschieht 15% schneller. Doch, das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Weil dadurch wird mein Gebiet schneller erweitert. Ausrichtungsbonus in der Mystik. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut, kann man sogar sagen. Jetzt werde ich meine Handwerker nochmal hier rüberziehen, damit wir die Elefanten abbauen können. Also nicht die Elefanten abbauen, sondern da was hinbauen, damit wir die Elefanten wegmachen können. Da ist wieder so ein freundliches Dorf und da ist ein nicht so freundliches Dorf. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein. Ja. Jetzt können wir Bogenschützen aufrüsten. Oder zu Bogenschützen aufrüsten, sagen wir mal so. Das machen wir auch mal, zumindest mit dem hier. Wir brauchen immer noch mehr Wohnraum. Das weiß ich. Jetzt einfach mal ein Jagdlager bauen. Und jetzt werden wir die Keramik erforschen. Doch, das halte ich für sinnvoll. So, ja, die greifen jetzt leider den Speer an. Das ist ein bisschen blöd. Heißt, ich komme an das Dorf Mein hier vermutlich auch Oberhaupt, nicht wir ran. haben einen Gesandten zur Verfügung. Wir können den Gesandten benutzen, um die Gunst eines Stadtstaats zu gewinnen. Sich mit einem benachbarten Stadtstaat anzufreunden, kann unserer Zivilisation große Vorteile bringen. Ja, Ich sage kann, gern, hätte, dass wäre, ich wenn. militanten Mystizismus betreibe. Ich bin mir mancher Dinge absolut sicher, über die ich nichts Genaues weiß. Das ist mein Lebensmotto. Jetzt werden wir mal Handwerkskunst noch machen. Den Gesandten schicken wir mit Sicherheit nicht nach Buenos Aires, sondern nach. Einmal, was ist das? Ah ja, okay. Ja, komm, dann freunden wir uns mal mit Akkad an. Halte ich für eine gute Idee. Den hier werden wir zum Bogenschützen aufrüsten und dann werden wir hier noch eine Mine bauen. Genau. Dann machen wir halt nächste Runde erst. Währenddessen machen wir den hier fertig. Und ja, das funktioniert leider nicht. Ich glaube, mein Speer wird jetzt halt leider drauf gehen. Ist ein bisschen kacke, aber ja. Ah, das ist doof. Runde überspringen. Bauen wir da eine Mine. Und dann werden wir hier mal weitergehen. Damit wir sehr schnell. Oder warte mal, die haben doch jetzt zwei Angriffsreichweite. Genau, das heißt, ich kann meinen Bogenschützen hier hinstellen, um Buenos Aires einzunehmen. Doch, das klingt nach einem Plan, das machen wir.
Und ich werde jetzt ein Orakel bauen. Und das Orakel baue ich hier hin. Orakel ist ein Weltwunder, was heißt, ich kann auch vielleicht so ein bisschen Richtung Tourismusmusik gehen. So. Ja, jetzt ist das Barbarendorf, soweit ich weiß, fast weg. Richtig. Ja, mein Bogenschütze kommt jetzt wieder mal hier runter. Ich mach's mir nur schwerer, weil dadurch wird Buenos Aires halt auch stärker. Das ist so ein bisschen blöd von mir. Aber ist halt so, ja, jetzt ist das Dorf da auch weg. Der hat dafür 50 Gold bekommen, das geht nicht an mich. Logischerweise, jetzt kriegt der mal wieder auf die Fresse. Darf ja auch mal sein. Und mit großen Schritten bewegt sich der Bogenschütze jetzt, weil der hat nämlich zwei Fortbewegungen. Den Krieger würde ich da spontan auch einfach mal hinbewegen in die Richtung. Für den Fall, dass meine Krieger fallen werden. Ich sehe, ich bin zeitlich gleich am Ende, aber ein paar Runden dürften noch gehen. So. Ja, jetzt sind da halt Krieger in der Stadt. Ich glaube, der ahnt so langsam, was ich vorhabe. Fernangriff kann ich gerade nicht machen. Weil vermutlich mir da die Fortbewegung fehlt. Ja, von der Reichweite her sind dann ja ein, zwei Felder, ne? Das muss ja eigentlich passen. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ne, tatsächlich. Aber ich kann die beiden tauschen, so. Ist trotzdem nicht geil für mich, weil ich jetzt meine Krieger halt nicht so verwenden kann, wie ich das gerne hätte. Heißt, ich muss jetzt echt wieder einen so komplett außen rum schicken. Das dauert jetzt. Also wir fangen doch nicht an mit der Buenos Aires Eroberung. Warum kann ich eigentlich keinen Fernangriff hier drauf machen? Ah, okay, ja, weil ich keinen. Ach so, okay, warte mal. Ja, warte mal. Ich tausche die beiden wieder. Weil ich muss den, glaube ich, erst den Krieg erklären und dann kann ich einen Fernangriff machen. Doch, ich glaube, so rum war es, ja. Ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge wie geflochtene Picknickkörbe. Jo, genau. Militärtradition finde ich gut. Kann ich mir irgendwas Relevantes kaufen? Nee, wenn, dann hätte ich gern Bogenschützen und das funktioniert noch nicht. So, jetzt pass mal auf. Jetzt werden wir nämlich den hier trotzdem oben rumschicken. Und dann werde ich gleich Buenos Aires den Krieg noch erklären. Und dann werde ich, oder mache ich das nächste Folge erst? Ich weiß nicht. Da muss ich mir mal noch anderweitig Gedanken machen. Ich halte dich auf jeden Fall auch mal auf Bereitschaft. Aktuell sind die halt noch relativ schwach. Heißt, da kann ich mit wenigen Soldaten noch was machen. Und aktuell habe ich auch niemanden großartig, der mir den Krieg erklären kann. Weil Überraschungskriege sind halt immer ekelhaft, was die den Kriegsmalus angeht. Ach du Scheiße. Hau. Wir kommen in den Frieden. Also, vielleicht. Muss ich mir noch überlegen. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Der Bau von Bezirken in unseren Städten kann viel effektiver und lukrativer sein als einfache Modernisierungen wie Bauernhöfe und Minen. Das habe ich noch nicht verstanden, deswegen hätte ich da gerne mal ein bisschen mehr. Oh Gottes Willen, nee, das lese ich mir irgendwo anders durch. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Ja, easy. Okay, heißt, ich werde jetzt noch Buenos Aires den Krieg erklären. Huch. Jetzt sind meine Einheiten hier wieder raus, das ist doof. Und ich kann jetzt aber dann schon direkt Fernangriff machen.
So. Jawohl, die Handwerker habe ich eingenommen. Das sind ja keine, ich sag mal, Kriegseinheiten. Deswegen konnte ich die einfach so übernehmen. Und jetzt immer erstmal einen Fernkampf machen, bevor man mit den Kriegern reingeht. Das ist wichtig. Ich kann aber mit Fernkampfeinheiten an sich die Stadt nicht einnehmen. Das ist auch relevant. So. Ich könnte plündern, mache ich aber nicht. Ich werde jetzt nochmal eben kurz diese Stadt einnehmen. Und dann werde ich die Folge beenden. Nächste Runde dürfte dann mit Buenos Aires sowieso vorbei sein. Die Handwerker lasse ich einfach mal hier. Weil die können mir dann direkt die Stadt weitermachen. So, Buenos Aires wird sich vermutlich wehren. Ne, wollen sie doch nicht. Wir haben eine weitere Dürre. Das sind Krieger im Stadtzentrum halt. So. Werde ich jetzt mal gucken. Eigentlich dürfte das jetzt eigentlich vorbei sein. 3, 2, 1, Kabums. Jo, haben wir Buenos Aires eingenommen. Die Ansiedlung einer neuen Stadt hat unsere Zivilisation vergrößert. Bei einem neuen Reich, das mehr als eine Stadt umfasst, ist es wichtig, die Loyalität unserer Bürger im Auge zu behalten. Mit sinkender Loyalität nimmt auch die Effizienz der Stadt ab. Wenn die Loyalität einer Stadt auf Null fällt, wird sie ihre Unabhängigkeit erklären und zu einer freien Stadt werden. Deshalb kann auch andere Zivilisationen passieren. Also achtet darauf. Ihr seht's. So. Wir haben mit Gewalt eine neue Stadt in unsere Zivilisation aufgenommen. Um sie zu behalten, müssen wir uns die Loyalität ihrer Bürger bewahren. Es wäre hilfreich, einen Gouverneur dorthin zu schicken. Ja, einen Gouverneur haben wir aber leider noch nicht. Das ist so ein bisschen ein Problem. Kann man es nennen. Wir haben zwei Stadtstaaten-Quests abgeschlossen. Buenos Aires wurde besiegt. Die Stadt behalten wir natürlich. Und ich werde mal kurz gucken, wie es mit der Loyalität steht. Besatzung, Roll gegen Stadtgründer -3,5, aber Druck durch Bürger in der Nähe 20, also die Loyalität steigt. Das ist gut. Trotzdem werde ich gucken, dass sie weiterhin steigen wird. Wir werden hier an der Stelle dafür mal das Monument reparieren. Und werden außerdem jetzt auch meine Einheiten, ich werde dann nächste Mal meine Einheiten wieder zurückziehen. Mein Handwerker kann hier nämlich relativ wenig machen und damit würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.